will ich mit meinem Herzen erkennen. Was mir deine Gebote sagen, das will ich wirklich tun. Gott, ich will das Richtige tun. Was mir deine Gebote sagen, das will ich verstehen. Gott, ich lobe dich. Was mir deine Gesetze sagen, das lehre mich. Gott, von dir erzähle ich. Was mir deine Worte über das Recht sagen, das sage ich weiter. Gott, du hast mich reich gemacht. Was mir deine Worte sagen, das freut mich auch. Gott, ich sehe auf deinen Weg, was mir deine Befehle sagen. Das bringt mich zum Nachdenken. Gott, ich freue mich über deine Worte. Was mir deine Gesetze sagen, das merke ich mir. Gott, du lässt mich leben. Was mir deine Worte sagen, das tue ich. Gott, öffne mir die Augen. Was mir deine großen Taten zeigen, das finde ich wunderbar. Gott, öffne mir die Augen, um hinzuschauen. Öffne mir die Ohren, um hinzuhören. Und öffne meinen Mund, um für andere einzustehen. Amen. In der Bibel ist immer wieder die Rede von Prophetinnen und Propheten. Das sind Menschen, die Gott berufen hat. Sie verkünden seine Botschaft. Sie reden Klartext in schweren Zeiten. Das hebräische Wort für Prophet heißt Navi. Ich habe mir das immer so gemerkt, dass ein Navigationsgerät ein für mich unsichtbares Signal bekommt. Und mit diesen Informationen sagt es mir dann den richtigen Weg zum Ziel. Und so tun es auch Prophetinnen und Propheten. Sie hören Gottes Wort. Sie hören beispielsweise, wie Gott ihnen sagt, dass soziale Ungleichheit nicht gut ist und sie dagegen aufstehen sollen. Dann schauen sie sich unter den Menschen um. Sie hören und sie sehen genau hin und dann öffnen sie ihren Mund, um Gottes Worte weiterzugeben. Sie weisen die Menschen darauf hin und sie sagen den Menschen, wie sie verantwortungsvoll miteinander umgehen sollen. Und sie setzen sich vehement für das Recht der Ärmeren und Schwächeren ein. Propheten, die können nicht wegsehen, nicht weghören und das, was sie an Ungerechtigkeit sehen, kritisieren sie, indem sie ihr Wort dagegen erheben. Sie öffnen ihr Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen. Doch was braucht es, um ein Prophet zu sein? Nicht mehr und nicht weniger als Gottes Zuspruch und dann Gottes Wort zu folgen. Und nur ein kurzer Blick in die Bibel reicht aus, um zu sehen, dass Gott allen Menschen Zusagen macht. Wir lesen dort beispielsweise: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich stärke dich, ich bin dein Gott. Was sollte ich mir da mehr wünschen, als dass Gott bei mir ist? Pfingsten steht kurz bevor, das Fest, an dem wir feiern, dass Gottes Geist zu uns Menschen kommt und uns mit seiner Liebe verbindet. Pfingsten scheint mir eine gute Zeit zu sein, mir selbst ins Gedächtnis zu rufen, die Liebe Gottes weiterzugeben, seinem Wort zu folgen und für ein klein wenig mehr Gerechtigkeit einzustehen. Auch ich, auch Sie, wir können Propheten und Prophetinnen Gottes sein und die Botschaft Gottes unter den Menschen verbreiten, für andere einstehen, dass unsere Welt eine gerechtere Welt wird. Eine gerechte Welt. Eine friedliche Welt ohne Krieg, Mord und mutwillige Zerstörung. Eine Welt der gegenseitigen Akzeptanz und der Gleichberechtigung. Eine Welt zusammen mit der Natur und den Tieren ohne Umweltverschmutzungen. Gerechtigkeit im Alltag, faire Arbeitsbedingungen, keine die berufliche Existenz bedrohenden Ängste, Unterstützung für Familien. Keine Einsamkeit. Gerechtigkeit für jeden Menschen. So ließe sich die Liste noch endlos weiterführen. Kein Mensch kann für jeden einstehen. Aber jeder kann seinen Teil dazu tun. Jeder kann im Kleinen anfangen. Schauen Sie sich um, hören Sie genau hin und öffnen Sie Ihren Mund. Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen, mit Gott an deiner Seite. Ich bete für die Menschen in Kriegsgebieten und für die, die unter den Folgen eines Krieges leiden, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden.
die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Abstammung oder ihres Geschlechtes keine Stimme haben, die diskriminiert werden. Für Minderheiten, die unterdrückt werden, dass sie gehört werden. Gott, lass Segen auf sie niederregnen. Segen, der wie ein Landregen vom Himmel fällt, seine Pforten öffnet und alles bedeckt. Gott, gib uns deinen Segen, davon brauchen wir so viel. Ich bete für alle Menschen, die unter den Folgen der Covid-19-Pandemie leiden, die um ihre berufliche Existenz bangen, deren Alltag sie zu erdrücken droht, die vor Erschöpfung kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Ich bete für die, die täglich über ihre Grenzen gehen, um andere zu pflegen, sie zu versorgen und für die Leben anderer kämpfen. Für die, die einsam sind und sich nach einer Umarmung sehnen. Gott, lass deinen reichen Segen auf uns niederregnen. Du hast so viel zu geben und wir brauchen so viel davon. Gott, ich bete für Gemeinschaft, für Liebende, für Fröhliche, für Jubelnde, für kraftspendende Menschen und für Trauernde, einsame und kraftsuchende Menschen. Ich bitte dich, Gott, schenke uns deinen Segen. Wir alle können ihn gebrauchen.